Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zu euren Top-Tagen im Januar mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Der Januar geht überhaupt sehr schön los für euch, denn wir haben die beiden Liebesplaneten Venus und Mars in Harmonie zur Fische-Sonne stehen und das bis zum 18. Januar. Und da gibt es schon einige Top-Tage für euch, aber die besonderen zeige ich euch jetzt und das ist erstmal der Samstag. Der 6. Januar, da habt ihr den Mond im Partnerhaus und der macht sehr schöne Verbindungen zu den Planeten, die sowieso schon toll für euch stehen, nämlich zu Jupiter, dann auch zu Neptun und auch zur Venus und zur Sonne. Alles im günstigen Aspekt zur Fischesonne. Und ihr könnt euch aussuchen, wie ihr das nutzen wollt für eure Freundschaften hier im 11. Haus der Freundschaft, für die Liebe, für die Begegnung oder um Pläne zu machen oder vielleicht sogar für einen Kurztrip an dem Wochenende. Steht alles für euch unter sehr schönen Sternen. Dann habe ich einen Top-Tag gefunden am 10. Januar und das ist ein Mittwoch und am Donnerstag, den 11., da aktiviert nämlich der Mond hier aus dem 9. Haus der Reisen heraus wieder den Harmonieaspekt zwischen Neptun und Jupiter. Das sind also auch zwei sehr schöne Tage, vielleicht um Liebespläne zu machen, um über eure Zukunft mit eurem Herzallerliebsten nachzudenken oder auch mal um einen Reiseprospekt reinzugucken. Und ist auch wieder gut für eure Freundschaften, vielleicht sogar für jemanden mit Einfluss, der richtig was Tolles für euch tun kann. Genau, und dann habe ich noch den Samstag, den 20. Januar. Das ist ganz toll für euch, um jemanden zu verzaubern oder jemanden den Kopf zu verdrehen hier. Da steht nämlich der Mond bei euch im Zeichen zusammen mit Neptun, verstärkt nochmal eure Ausstrahlung. Und wenn ihr dann vielleicht ein bisschen launisch seid, das kann auch passieren beim Mond im eigenen Zeichen, dann wird sich aber herausstellen, dass man das einfach ganz süß und ganz toll findet und euch dann auch gerne zur Seite steht und dass Menschen eben auch sich zu euch hingezogen fühlen, um was Schönes mit euch zu unternehmen. Und es ist auch gut für kuschelige Stunden zu zweit. Das waren eure Top-Tage im Januar. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn es hier neue Videos für euer Sternzeichen gibt. Und schaut euch bitte auch die kosmische Schwingung für den Januar an. Darin bin ich ausführlich auf die Konstellation des Monats eingegangen. Und in eurem Jahreshoroskop Teil 2 gibt es den Überblick von Januar bis Dezember 2018. Alles Gute mit den Sternen!